Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Da meine Morgenroutine, wie sie so ist, bei euch eigentlich ganz gut ankam, habe ich mir gedacht, ich mache auch mal meine Abendroutine und nimm dich hier mit ins Badezimmer und ja, zeig dir einfach, wie es hier so abläuft, wenn ich mich hier fertig mache. Ich muss mich etwas bücken, denn mein Ringlicht, was ich hier habe und als Ständer quasi mit benutze, ist etwas niedrig. Super. Ich krieg's irgendwie nicht höher gestellt, das nervt ein bisschen. Aber wir kriegen das schon hin, okay? Ich werde wahrscheinlich eh relativ viel gebückt hier stehen. Beziehungsweise gleich beim Duschen siehst du es eh nicht, wenn ich dusche, aber ne, weißt du Bescheid, das macht ja auch keinen Sinn. Langes Vorgeplänkel, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt auch eine kleine, aber feine Verlosung in diesem Video, sei gespannt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, haben sich meine Fingernägel, ja, da an dem Finger und wo war das noch? Der hat sich auch ein bisschen verschoben. Die muss ich leider abmachen, die mache ich nachher neu. Genau, das gehört halt auch zur Abendroutine dazu, dass wenn ich hier bin, dass ich dann erstmal meine Fingernägel abmache. Denn ich lackiere meine Nägel eigentlich immer vorm Duschen ab, damit sie einmal quasi dann abwaschen können. Ich mache jetzt erstmal meinen ganzen Schmuck ab. Denn so macht es sich besser. Um meine Fingernägel abzumachen bzw. meinen Nagellack, muss ich tatsächlich noch Einwegpads verwenden. Ansonsten wirst du ja gleich sehen, ich verzichte vollkommen auf Einwegprodukte, aber hier kann ich es leider nicht ändern. Da habe ich hier übrigens von Evelyn den Nagellackentferner acetonfrei mit Kokosduft und ich finde, der riecht gar nicht nach Kokos. Deswegen kann ich den auch ganz entspannt verwenden. Nagellack entfernen ist relativ simpel, ich glaube jeder weiß, wie es funktioniert. Einfach ein durchtränktes Wattepad lege ich drauf für ein paar Sekunden, lasse das kurz einwirken und dann fange ich vorsichtig an, das runterzustreichen in kreisenden Bewegungen. Es ist einfach Nagellack entfernen, aber das scheint hier gerade sehr fest zu sein. Alter, was ein guter Nagellack. Das war übrigens einer von Sally Hansen zusammen mit einem von Miss Lynn. Das hat mir super gut gefallen von der Kombination. Also hellblau, Sally Hansen. Ich weiß gar nicht, welche Farben das waren. Das kann ich dir mal unten in die Infobox reinschreiben. Und oben drüber von Miss Lynn so ein, ich weiß nicht, Unicorn-Nagellack oder so. Das hat einfach einen schönen Holo-Effekt drauf gemacht. Ne? Das fand ich gut. Mir ist langweilig. Ich mache mir mal ein YouTube-Video an, weil so ist mir echt langweilig. Ich habe es übrigens am Stromkabel, weil wenn ich gleich ein Video gucke und dann dusche, weil das mache ich immer beim Duschen, Videos gucken bzw. hören, geht mir der Akku leer. Ich suche dann immer auch ein bisschen längere Videos, ne? Oh ja, Meloflori hat einen Vlog online gestellt. Meloflori tries to Urlaubsvlog, finde ich super. Ne? Los geht's. Hello. Selbstverständlich einen Daumen nach oben gegeben. Melli, wenn du das siehst, ne? Direkt. Also ich muss sagen, sowohl diese komischen Abschminktücher von D-Make-up, die übrigens nach zwei Händen echt ihren Geist aufgegeben haben, als auch dieser Nagellackentferner sind echt Müll. Also ich mag es gar nicht, ne? Naja, jetzt erstmal das wegschmeißen. Hände waschen. Und Maniküre wird nachher fortgesetzt. So, genau, wir machen uns jetzt fertig und zwar muss ich mich als allererstes abschminken. Da habe ich hier unten tatsächlich eine Schublade, wo ich auch Mehrweg-Wattepads habe. Ich schaue mal, dass ich die Kamera ein bisschen runterkriege, dass du mal siehst, wie die Schublade von innen aussieht und mir nicht das halbe Ding hier abfliegt. Ja. Das ist jetzt mal so ein grober Einblick, ne? Also hier habe ich quasi meine Mehrfach- Abschminkpads, das sind Tuch von W7 und von Microfilic Sensation, meine Norvel Abschminkpads, meine Washis und das hier sind noch so Mikrofaserpads, die aber so dünn sind, dass ich sie tatsächlich nur verwenden kann, um Rosenwasser oder sowas aufzutragen, also quasi Toner. Und ja, ansonsten habe ich hier noch so anderen Klüngelkram drin. Übrigens ist dieses Badezimmerfenster auch die ganze Zeit auf und die Jalousie auf Kipp. Das habe ich tatsächlich auch immer, wenn ich dusche, ja. Also so im Sommer und Frühling und im Herbst. Weil du ansonsten echt eine viel zu große Schimmelentwicklung oder Schimmelgefahr hast. Und wir hatten damals in unserer
Mietwohnung, wo wir ja vor 3 Jahren ausgezogen sind, echt Probleme mit Schimmel, weil wir angeblich nicht genug gelüftet hätten, was totaler Schwachsinn ist, aber gut. Und ja, hier achte ich halt extrem drauf, dass wir halt keinen Schimmel bekommen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Deswegen bin ich ständig hier am Lüften, gerade was hier so in den Nasszellen ist. Also die anderen Räume ist ja relativ furz, die sind relativ trocken auch. Also wir haben auch überall diese Feuchtigkeitsmessgeräte und da ist es immer sehr, sehr trocken, zumal wir auch einen Kamin haben. Und wenn er dann im Winter an ist, dann ist eh alles viel zu trocken. Dann müssen wir sogar einen Raumbefeuchter anmachen. Aber jetzt so in den Nasszellen hier im Badezimmer haben wir auch so eine Holzvertäfelung, die eigentlich Badezimmer geeignet ist, aber wir haben auch Holztüren und ich möchte keinen Schimmel haben. Deswegen immer schön lüften. Ja, wenn man duscht, ne? Gut, also ich habe mir jetzt ein Norville Abschminkpad genommen und ja, hier haben wir meine Pflegeabteilung. Da nehme ich hier mein aktuelles Abschminkgedöns von Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Den finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist wirklich, der fühlt sich an, als wäre das Kokosöl, aber ich glaube nicht, dass das Kokosöl ist. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist, aber das ist gutes Zeug, also wird gut verwendet, ist auch bald aufgebraucht, wird auch im nächsten aufgebraucht vorkommen. Es bricht schon auf und wird schwierig rauszunehmen. So, dann gebe ich mir so ein bisschen was hier auf mein Pad. Ist etwas umständlich, weil das halt sehr fest erstmal ist, ne? Und dann gehe ich mit meinen Fingern in das Norville Pad rein, drücke das nochmal kurz an, lege mir das kurz auf mein Auge bzw. relativ direkt auf meine Wimpern, lasse es kurz einziehen. Ne? Nichts Aufregendes. Ja, und während das halt drauf liegt, wird es ja erwärmt und wird dann ein bisschen flüssiger, aber ich würde jeden Augen-Make-up-Entferner immer kurz erstmal auf das Auge auflegen, vor allem um die Wimpern zu schonen, das ist sehr sinnvoll. Und dann kann man so langsam anfangen, das so auszustreichen. Da ich heute einen Schminke gedreht habe, bin ich etwas intensiver geschminkt, aber das funktioniert eigentlich wohl ganz gut, ne? So, das mache ich jetzt eben und ja, schmink quasi meine beiden Augen ab, gucke dabei ein Video weiterchen, von Melo Flori gucke ich das, den Vlog weiter, ne? Und du siehst das wahrscheinlich eher so im Zeitraffer. Aber ich brauche einen Spiegel, das Display ist nicht gut genug, weil die Beleuchtung hier ist ganz schön furchtbar. Und mit der Seite ohne Reiniger gehe ich dann nochmal über das Auge drüber, um die letzten Reinigungsreste runterzunehmen. Und immer so nach oben, von den, also das Auge quasi dabei schließen, um die Wimpern halt auch von der Seite sauber zu machen. So, und mit den Resten, was hier noch so drauf ist, kann ich einmal komplett grob über mein Gesicht drüber gehen, aber das Gesicht an sich wird nochmal unter der Dusche abgeschminkt. Aber so kann man schon mal den groben Schmutz runternehmen. Übrigens kriege ich dadurch auf den Augen so einen leichten Ölfilm. Das nervt, so ein Weißschleier. Dann nochmal mit der Seite ohne Reiniger drüber gehen. Aber ich zeige dir auch gleich, was ich unter der Dusche so treibe. Dann mit ganz normaler Seife wasche ich das einmal aus. Einmal ausbringen. Und dann habe ich hier in meinem Handtuchhalter in so ein Säckchen. Da kommen dann immer meine benutzten Pads rein zum Trocknen. Und erst wenn die trocken sind, kommen die in die Wäsche, ansonsten gammelt das. Der nächste Schritt vom Duschen, Haare kämmen, darf nicht fehlen. Also erstmal das Gebämsel aufmachen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber meine Invisi-Bobbles, die leiern so schnell aus. Ich lege die auch immer wieder in heißes Wasser und in kochendes Wasser und dann wieder in Eiswasser, aber irgendwas läuft da schief. Naja, so sehen meine Haare aus. Die werden jetzt einmal kurz gekämmt, damit die halt nicht allzu sehr verknoten. Ich hatte in meinem Morgenroutine-Video auch schon gesagt, ich kämme meine Haare von unten nach oben. Das heißt, ich fange erst in meinen Spitzen an und kämme mich dann immer mehr in die Längen rein und irgendwann dann an die Kopfhaut. Das meine ich mit von unten nach oben. Weil ansonsten, wenn ich direkt oben anfange und nach unten durchziehe, habe ich zu viele Hexen drin, also zu viele Knoten und reiße mir zu viele Haare aus. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Mähne schonen. Das tun wir somit. Ganz vorsichtig kämmen. Auch nicht reißen und nicht zu viel immer auf einmal wollen, sondern immer ganz vorsichtig kämmen. So, die Haarpracht ist gebändigt.
Ja, als nächstes stelle ich jetzt mein Handy auf unsere Toilette, weil unsere Toilette ist genau gegenüber von unserer Duschkabine. Und packe mein Handy auf dieses Teil. Das ist so ein Ständer. So, dann kommt hier mein Handy rein und dann steht es halt und dann kann ich das von der Dusche aus sehen. Und ja, dann werde ich quasi duschen und dabei Handy hören und Handy sehen. Und fürs Handy hören unterstützt mich gleich noch ein anderes Ding, das zeige ich dir aber sofort. Übrigens, du kannst in diesem Video eine Barbo-Box gewinnen. Das war übrigens gerade mein Lautsprecher, der gesagt hat, ich bin mit Bluetooth verbunden. Ja, eine komplette Glossy-Box, Barbo-Box, die konnte ich noch ergattern. Und was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einfach deine ganz eigene Abendroutine unten in die Kommentare und dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. So, hier hast du mal einen Blick in unsere Dusche. Das Teil, was du da siehst, das ist ein Lautsprecher, der ist von der Postbörse und den habe ich mit Bluetooth mit meinem Handy verbunden. Das heißt, da kommt dann ja, Sound raus. Als erstes benutze ich von Neutrogena Hydro Boost dieses, diese Reinigungslotion, um den ganzen Rotz von meinem Gesicht runterzukriegen. Von Shu Uemura verwende ich jetzt ein Shampoo für trockenes Haar, weil ich habe aktuell sehr trockene Haare. Roger & Gallet Magnolia Folie ist jetzt für den Körper. Jetzt wird eins von diesen beiden Produkten verwendet. Normalerweise Isana Blütenkopf, die Spülung, die Glanzspülung. Dienstags und Freitags dann die Haarkur oder Haarmaske von Dr. Pierre Ricot. Und wir haben heute Dienstag, also hier die Maske verwendet. Während die Maske jetzt in meine Haare einzieht und einwirkt, verwende ich ein Duschpeeling. Da habe ich hier von Balea den Frischer Raum. So, jetzt habe ich meinen Turban auf und meinen kuscheligen Bademantel an. Und als erstes mache ich, also ich mache immer alles so ein bisschen durcheinander. Okay, als erstes mache ich mir einen Toner aufs Gesicht, mache dafür meine Öhrchen, so richtig schön segelohrmäßig, ne? Und nehme dann eins von den Mikrofaserpads, von denen ich euch eben erzählt habe, nehme ich das hier. Jetzt verwende ich gerade aktuell den Sunsu Toner, diesen mit, keine Ahnung, Kirschblüte ist es, glaube ich. Warte. Mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und Cherry Blossom. Cherry Blossom ist, glaube ich, Kirschblüte. Den gebe ich bei diesem Mikrofaserpad auf die etwas gröbere Seite, weil diese Seite ist zu fein. Die wird es abweisen. Gebe ich mir schön was auf. Das mache ich lieber mit einem Pad als mit den Händen, weil es einfach angenehmer ist, es aufzutragen. Und dann verteile ich das einfach in meinem Gesicht. Auch so den Hals runter, weil da habe ich auch gerne Feuchtigkeit. Das Gesicht ist getoned, das heißt der pH-Wert ist wieder ausgeglichen und ist dann dementsprechend vorbereitet für die weitere Pflege. Deswegen verwende ich einen Toner. Und mit dieser Mikrofaserseite gehe ich dann noch einmal unten unter meinen Augen her. Da ist ein bisschen Produkt dann ja quasi draufgesickert, aber so nehme ich dann ganz leicht noch Mascara-Reste, die eventuell nach unten gegangen sind, mit ab. Und bin so vollkommen abgeschminkt. Denn das hat man ja oft, dass man diese Panda-Augen hat. Und so mache ich sie mir halt weg. Das Pad kommt wieder in mein Säckchen, ne? Damit es halt trocknet. Heute habe ich mir überlegt, also eigentlich mache ich das sehr oft an einem Dienstag oder Freitag, weil Dienstags oder Freitags sind immer so meine Pflegetage. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Maske benutzen möchte und welche andere als diese hier könnte es sein. Die Neutrogena Hydro Boost Gel Maske und die ist toll, die ist zweigeteilt und die kann dann quasi 15 Minuten einwirken, während ich quasi meinen Körper eincreme und meine Haare mache und so weiter und das ist sehr praktisch. Die Maske kommt dann mit der groben Seite Richtung Gesicht, aufs Gesicht und ich verwende die quasi ja, nach dem Toner, ne? Nicht nur quasi. Und ich werde jetzt zwischenzeitlich den Mund hochklappen und wenn ich rede, klappe ich ihn wieder runter. Aber ansonsten ist es auch noch eine schöne Lippenmaske. Ich werde jetzt erstmal meine Haare machen. Und zwar werde ich die gleich erstmal aus dem Turban öffnen. Dann mache ich mir eine Sprühspülung drauf. Da habe ich aktuell diese hier von Gliss Kur Express Repair Spülung All Nutritive
Und damit komme ich halt besser durch meine Haare durch. Und selbstverständlich mache ich mir noch einen Pump-Hub davon in die Spitzen rein. Von dem Garnier Fructis Garnier kräftigende Aktivformeln Argan 10 in 1 Cream All in 1 Leave-In Cream. Sehr geil. Und weil mir langweilig ist, gucke ich dabei ein YouTube-Video. Wie sollte es anders sein? So, nachdem ich jetzt meine Haare zum Bummel gemacht habe, meine Maske wieder etwas gerichtet habe, weil ich ja alles sehr schön über Kopf mache, werde ich jetzt, während die Maske noch einzieht, erstmal meine Füße eincremen. Und ich föhne meine Haare erst morgen früh, weil das einfach angenehmer für die Haare ist. Je weniger Hitze, desto besser. Und morgen früh muss ich dann nur ganz, ganz wenig föhnen und das ist viel besser für die Haare. So, für die Füße verwende ich nun von Fußwohl den Wohlfühlbalsam. Jeden Abend werden meine Füße eingecremt und das brauchen die. Und das ist auch gut so, die tragen mich den ganzen Tag und dann muss ich mich auch mal um die kümmern. Die 2 Minuten hat man doch gerade noch so über. Und die restliche Zeit, in der die Maske einwirkt, werde ich meinen kompletten Körper eincremen. Da habe ich hier von Kneipp aktuell die leichte Körperlotion Mandelblüten Hautzart für intensive Feuchtigkeit und die zieht schnell ein und die ist für sensible Haut und das kann ich sehr gut gebrauchen. Ja. Da creme ich mich jetzt mit ein. So, ich habe jetzt mein Schlafoutfit an und kann jetzt erstmal die Maske abnehmen, denn oh, die hat ja lange genug eingewirkt. Also ich glaube, ich hatte sie jetzt echt ganz schön lange drauf. Viertelstunde, mehr als eine Viertelstunde. Oh, viel mehr. Die letzten Reste, was nicht viel ist, weil das meiste ist ja schon eingezogen. Einfach einmassieren und wie du siehst, ich muss mal eben meinen Zopf neu machen, denn ein paar Haare haben sich unter meine Maske verirrt. Da ich die Maske ja quasi als Serumersatz verwende, also ich verwende entweder eine Maske oder mein Serum, kann ich jetzt mein aktuelles Serum nicht verwenden. Das wäre das hier von M. Asam, das Resveratrol, keine Ahnung, Essence of Youth. Dieses hier, das verwende ich aktuell morgens und abends. Aber ich habe jetzt ja die Maske aufgehabt, das heißt keine zusätzliche Serumgeschichte. Genau. Das heißt, jetzt verwende ich erstmal meine Augencreme. Da habe ich ja die Clinique All About Eyes Augencreme. Marie, ich kann dir nicht genug danken dafür, dass du sie mir geschickt hast. Denn die macht so viel Gutes für mich. Die versorgt meine Augen mit Feuchtigkeit, also meine Augenpartie. Und ja, hilft mir einfach, dass meine Haut sich beruhigt. Die Nachtcreme, die ich verwende, ist von M. Asam die Vino Rose oder Rose Nachtcreme. Da ist schon ganz gut was raus. Und dann gebe ich mir Punkte auf mein Gesicht und eine auf meinen Hals. Und massiere das vorsichtig ein. Dann gibt es ein EOS Lip Balm, das ist der irgendwie Limone irgendwas. Jo, ne? Also immer Lippenbalm. Und dann mache ich mir eine Deo-Creme drunter. Da habe ich jetzt hier von I plus M. Die habe ich mir abgefüllt. Das war nämlich so eine Probe. Und das ist dann ein bisschen doof zu verwenden. Aber ich kann die jetzt quasi noch ein, zwei Mal verwenden und dann ist sie leer. Solche Apfelviecher gibt es übrigens bei Rossmann und bei DM. Das sind diese Reisesets. Kann ich euch nur empfehlen. Da gebe ich mir dann so ein bisschen auf den Finger. Und dann kommt das ganz unschicklich unter meine Achsel. Und da die frisch rasiert ist, tut das meine Achsel sehr gut. Und das ist diese, ich weiß nicht, diese Ultra-Geschichte, ich weiß nicht welches, dieses mit extra strong oder hast du nicht gesehen, das krümmelt nicht. Das ist sehr, sehr gut. Bei dem anderen hatte ich, bei dem rosanen oder pinken, das Gefühl, dass das krümeln würde. Das war nicht so schön. So, Hände waschen. Als nächstes verwende ich was für meine Wimpern und Augen. Das mache ich auch jeden Dienstag und jeden Freitag. Das hier, das nutze ich aktuell auf. Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Das ist von Jeu Laurier, das Superlative Lash. Das ist ein Wimpernserum. Ja, ich glaube aber, dass hauptsächlich das Rizinusöl hilfreich ist. Da habe ich hier mein Rizinusöl abgefüllt in so einem, ja,
Bürstchenvieh. Verlinke ich dir aber auch alles unten in der Infobox und das mache ich mir jetzt einfach mal drauf. Das Wimpernserum kommt in so einem Applikator, ist auch fast leer. Ich sehe jetzt relativ wenig, aber ich versuche das Display als Spiegel zu benutzen. Das macht man sich einfach drauf wie ein Eyeliner. Da muss man immer richtig pumpen, um noch was drauf zu kriegen. Kriege ich nicht mehr so viel aufs Auge. Ich würde das jetzt mal als aufgebraucht bezeichnen. Weil wenn ich jetzt hier auch so reingehe, ja, so ein ganz bisschen kriege ich noch aufs Bürstchen. Na, ein paar Wochen, ein, zwei Wochen kann ich das noch verwenden, also viermal. So, dann verwende ich jetzt das Rizinusöl. Das kann ich hier einfach auftragen wie eine Mascara. Für die oberen Wimpern, für die unteren. Wenn man so einen Applikator nicht hat, kann man sich auch einfach auf die Finger einen Tropfen geben und dann so über die Augen reiben. Dann gehe ich nochmal rein und gebe mir das oben in die Augenbrauen. Ich finde, dass das bei mir ganz schön viel gebracht hat bislang. So ihr Lieben, das war jetzt meine Abendroutine. Ich werde mich jetzt auf die Couch hauen und noch ein bisschen naschen. Chips und Schoki müssen sein. Und dann werde ich mich gleich ins Bett begeben. Ja, ich würde einfach sagen, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Apropos Daumen nach oben, meine Nägel muss ich gleich noch lackieren. Das war's mit Chips und Schoki. Ja, ne? Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Aber das mache ich dann ohne euch, weil das ist, glaube ich, so unspektakulär wie sonst was. Genau, also wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Denk an die Verlosung. Ja, ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!